Die gute Victoria macht sich Sorgen um Robert und hat Samuel deswegen gebeten, direkt nach Ashbury ins Sanatorium zu fahren, in der Hoffnung, dass wir ihn dort finden. Und jetzt gucken wir mal, ob Ashbury schon auf der Karte des Landguts eingetragen ist. Ja, wunderbar, dann machen wir uns direkt dahin und ich bin mal gespannt, was wir dort an Überraschungen vorfinden. Ich machte mich auf den Weg nach Ashbury, um herauszufinden, warum Robert noch nicht zurückgekehrt war. Dort musste jemand etwas über seinen Verbleib wissen. Das Ashbury-Sanatorium, der Ort des Jammers, wie William es früher nannte. So, da oben flackert ein Licht. Ich hoffe, das hat jetzt keine große Bedeutung. So kleine Zeichen machen mich ja mittlerweile fast nervös. Das Haupttor ist abgeschlossen für die Nacht. Wow, ich habe immer noch den Sound so laut auf den Ohren. Okay, ich bin schreckhaft, ja. Wir haben eine Klingel. Hallo? Ich weiß, es ist schon sehr spät, aber können Sie mich reinlassen? Ich möchte einen der Patienten besuchen. Tut mir leid. Um diese Zeit erlauben wir keinen Besuch. Kommen Sie wieder zu den normalen Besuchszeiten. Morgen ist es zu spät. Bitte lassen Sie mich herein, dann erkläre ich alles. Oh, sind Sie Arzt? Nein, bin ich nicht. Wen wollen Sie denn besuchen, mitten in der Nacht? Ich bin wegen Robert Gordon hier. Er leitet das Sanatorium. Ja, ich weiß schon, wer das Sanatorium leitet. Mr. Samuel Gordon. Entschuldigung, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, Mr. Gordon. Wenn Sie den Summer hören, drücken Sie das Tor auf und gehen Sie geradeaus auf den Haupteingang zu. Ich erwarte Sie in der Eingangshalle. Danke. Na, geht doch. Danke, dass Sie mich reingelassen haben. Naja, ich hätte Sie nicht hereingelassen, wenn Sie nicht mit dem Chefarzt verwandt wären. Ja, tatsächlich bin ich seinetwegen hier. Sehen Sie, er hat sich seit einigen Tagen nicht mehr gemeldet und ich hatte gehofft, dass Sie etwas wissen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Er hat das Sanatorium vorgestern verlassen, am späten Abend, und war seitdem nicht mehr hier. Sind Sie sicher? Natürlich, ich hatte jeden Tag Dienst. Um welche Uhrzeit ging er? Um Mitternacht, glaube ich. Er geht immer ziemlich spät. In letzter Zeit hat er viel zu tun gehabt. Hat er erwähnt, wohin er wollte? Oder hat er irgendetwas Ungewöhnliches gesagt? Nein. Nein, ich wüsste nicht, dass er etwas Ungewöhnliches gesagt hätte. Er war nur sehr müde, hat sich verabschiedet und ging. Okay, wir können ihr das alte Foto zeigen. Den Herrn sollte sie ja kennen. Ich möchte einen Patienten namens James besuchen. Können Sie mich zu seiner Zelle begleiten? Nein, das ist nicht möglich, Mr. Gordon. Sie wollen mich nicht zu ihm lassen? Leider können Sie ihn nicht besuchen, ganz gleich, was ich will oder nicht will. Ich verstehe nicht. Wissen Sie es nicht? James ist vorgestern Nacht ausgebrochen. Ich dachte, Sie wüssten das. Nein, wusste ich nicht. Wie ist er entkommen? Er ist wohl in die Kanalisation unter dem Gebäude gelangt. Ich hätte mir denken können, dass er so etwas macht. Warum? Hat er Ihnen etwas gesagt? Ja, ich habe am Tag davor mit ihm gesprochen. Er kam mir noch ängstlicher vor als sonst. Aber da ist noch etwas. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen kann. Es ist eine heikle Angelegenheit. Sagen Sie es bitte. Es könnte wichtig sein. Vielleicht bringt es etwas Licht in die Sache mit Robert. Glauben Sie, es hat etwas damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Sagen Sie mir bitte, was Sie wissen. In Ordnung. Wie gesagt, James war noch ängstlicher als sonst. Es war schwer zu verstehen, was er mir sagen wollte. Aber er sprach von dem Chefarzt. Er meinte, er würde etwas Wichtiges wissen, aber niemandem erzählen können. Hat er gesagt, was es war? Nein, mir war, als ob er Angst davor hatte, darüber zu reden. Er fragte mich ständig, ob ich nicht mit einem der Ärzte sprechen könnte, damit er entlassen wird. Aber er betonte, dass ich es nicht dem Chefarzt sagen solle. Er wirkte völlig verzweifelt, also versprach ich ihm zu helfen. Was passierte dann? Nun, James neigt zwar zu Depressionen, aber ich würde nicht sagen, dass er gefährlich ist. Ich kenne ihn jetzt seit Jahren und meistens hat er sich problemlos verhalten. Also ging ich zum Chefarzt und bat um eine Ausgangserlaubnis für James. Aber Sie sagten doch, er wollte nicht, dass Robert davon erfährt. Das musste ich versprechen. Aber ohne Unterschrift des Chefarztes darf kein Patient das Sanatorium verlassen. Er war aber anderer Meinung und hat seinen Standpunkt vehement verteidigt.
Mir kam es etwas seltsam vor, dass er so unnachgiebig war, meine ich. Haben Sie danach mit James gesprochen? Nein. Ich wollte ihn nicht noch mehr aus der Fassung bringen. Und am nächsten Tag ist er geflohen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, warum er es plötzlich so eilig hatte, rauszukommen. Sie waren mir eine große Hilfe. Danke. Warum wollte James auf einmal so dringend nach Hause? Und warum hat es Robert ihm nicht erlaubt, zum Schloss zurückzukehren? Ich habe das Gefühl, diese Dinge stehen irgendwie miteinander im Zusammenhang. Das war alles. Danke. Okay. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich hier irgendwas finde. Tür vom Schalter. Ob ich da jetzt schon hin kann, ist die Frage. Ich glaube nicht. Ein Mülleimer. Ich will nicht im Müll wühlen. Das meiste davon ist Altpapier. Na gut. Er führt sauberes Wasser. Ich darf nicht aufmachen. Sie würde mich sehen. Okay, wir müssen also wieder hier reinkommen, wenn sie weg ist. Da geht es zu den Zellen der Patienten. Nachts darf da niemand hin. Zellen finde ich ein bisschen hart, aber vielleicht sind es ja wirklich welche. Gut, also sie lässt mich nicht hin. Er ist ja ohnehin nicht da, aber ich muss ja scheinbar irgendwie dahin. Und hier scheint es ja keinen anderen Weg zu geben. Gucken wir uns einfach mal draußen um, oder? Furchtbares Wetter. Wie schon die ganze Zeit. Ein wow. Schacht. Vielleicht vom Belüftungssystem des Gebäudes. Ja, und ich dachte eigentlich, dass wir hier auf dem Weg, wie James rausgekommen ist, auch wieder reinkommen. Aber ganz so einfach ist es wohl nicht. Gucke mal, ob es hier noch irgendwie ums Gebäude rumgeht. Ah ja. Abfall. Da will er aber nicht wühlen, ich weiß schon. Verrotteter Abfall. Sinnlos, sich damit zu befassen. Noch eine Mülltonne. Ein paar Bierflaschen, alte Behälter und rostige Dosen. Bloß Müll. Aber wir haben geschaut. Bleibt aber noch interessant, okay. So, was ist mit der Tür? Wer zum Teufel ist da? Schwester, sind Sie das schon wieder? Ich heize schon ordentlich, keine Sorge. Keiner von Ihren Bekloppten muss frieren. Der Kessel läuft volle Pulle, nun lassen Sie mich in Frieden. Hier ist Samuel Gordon. Würden Sie die Tür aufmachen? Wer? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ja? Was wollen Sie von mir? Mein Onkel Robert leitet diese Institution. Können Sie mich reinlassen? Mir ist es völlig wurscht, wer diese Irrenanstalt leitet. Ich gehöre nicht zu den Ärzten und ich muss nicht auf den alten Gordon hören. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe und kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Na schön, aber beantworten Sie mir bitte ein paar Fragen. Dann bin ich schon weg. Na gut, okay. Was wollen Sie? Was ein Stoffel, der Hausmeister hier. Kesselraum, fangen wir damit einfach an. Es scheint da drinnen sehr heiß zu sein. Heizen Sie mit voller Kraft? Es geht nicht anders bei dem Wetter. Ich sitze Tag und Nacht hier in dieser schrecklichen Hitze. Aber Sie könnten es doch ein bisschen herunterdrehen, oder? Geht nicht. Die haben gerade einen neuen Thermostat eingebaut. Der regelt die richtige Temperatur automatisch. Wenn er für mich auch noch das Schaufeln der Kohle übernehmen würde, hätte ich eine Sorge weniger. Warum lassen Sie nicht einfach die Tür offen stehen? Tja, das ist ein anderes Problem.
Ich will nicht, dass mir die Schwester nachspioniert. Ab und zu kommt sie hier vorbei, um nachzusehen, ob ich im Dienst schlafe oder so. Wenn die Tür zu ist, kann ich mich jederzeit mit einem Bier abkühlen. Verstehe. Ja, beste Kollegen, die freuen sich schon auf den nächsten gemeinsamen Betriebsausflug, würde ich sagen. Haben Sie Dr. Gordon in letzter Zeit gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich bin hier für mich. Hierher kommt sowieso keiner, abgesehen von der Oberschwester. Gordon habe ich vor ungefähr einem Monat das letzte Mal gesehen. Ja, letzten Monat. Es war ein Donnerstag, glaube ich. Danach nicht mehr. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wären sein Neffe, oder? Habe ich das? Ich glaube, das habe ich doch gar nicht gesagt, oder? Wieso? Na ja, dann müssten Sie doch eigentlich wissen, wo er steckt. Hm. Was wissen Sie über den entlaufenen Patienten? Es gab eine Menge Aufregung hier, als der abgehauen ist. Keine Ahnung, warum die so viel Theater machen wegen so einem Bekloppten. Der will's negativ. Dieser Bekloppte ist zufällig mein Verwandter. Also sollten Sie lieber Ihre Beleidigungen für sich behalten. Ich möchte auch wetten, dass er das ganze Alphabet kann. Im Gegensatz zu Ihnen. Oh. Hey, immer mit der Ruhe, ja? Ich konnte doch nicht wissen, dass er Ihr Verwandter ist. Der Grund, weshalb ich frage, Sie kennen sich hier gut aus, oder? Klar, ich arbeite schon seit Jahren hier. Wenn Sie fliehen wollten, wie würden Sie das anstellen? Also hören Sie, das ist aber eine komische Frage. Sie sind doch kein Inspektor oder sowas. Ah, mach mal so weiter. Doch, natürlich. Ich mache eine mitternächtliche Befragung über die Sicherheitsvorkehrungen des Sanatoriums aus Sicht des Hausmeisters. Kommen Sie schon, ich bin kein Inspektor. Also, wie kommt man am leichtesten raus? Tja, keine Ahnung, warum Sie das interessiert. Aber ich glaube, es gibt keinen leichten Weg. Vielleicht von der Halle aus in die Kanalisation unter dem Gebäude. Ansonsten wüsste ich nichts. Wenn man so weit käme, wäre alles andere kein großes Problem. In der Kanalisation gibt's viele Ausgänge, die nicht bewacht werden. Warum fragen Sie eigentlich? Okay, mach mal so weiter. Das geht Sie nichts an. Gut. Ich muss die Zelle von innen sehen. Wenn eine Flucht unmöglich ist, wie alle behaupten, wie konnte James ohne Hilfe entkommen? Aber wer könnte ihm geholfen haben? Diese Schwester vielleicht? Oder Robert selbst? Roberts Verschwinden hängt bestimmt irgendwie mit James zusammen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Und am Ende des Tages hängt das wahrscheinlich noch mit Vicks Tod zusammen, oder? Was mit den Bierflaschen? Ein paar Flaschen Bier. Die Etiketten sind noch nicht feucht. Die Flaschen stehen erst seit kurzem da. Starkbier. Kannst du es nehmen? Starkbier. Wissen wir jetzt, okay. Der Kohleneimer. Ein Kohleneimer. Er ist leer. Ein feuchter Kohlehaufen. In einem kräftigen Feuer würden sie immer noch gut brennen. Okay. Oh, da geht's noch zum Friedhof. Den schauen wir uns noch an. Alle, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums gestorben sind, liegen hier begraben. Ein trübseliger Ort. Da gibt's noch einen hinteren Teil. Ah, jetzt habe ich mich nicht erschreckt. Hier ist nichts zu finden. Ein Grab. Was ist mit diesem Kreuz? Es trägt keinen Namen. Die Eisentüren haben keine Schlösser. Niemand kann hinein. Eigenartig. Es schützt ein paar flackernde Kerzen vor dem Regen.
Die Ruhestätte eines Adligen. Nee, hier soll ich noch nicht sein. Dann gehen wir wieder nach vorne zum Haupteingang, denn da war ja dieser Luftschacht. Ja, da kommen wir aber nicht rein. Hier geht's nur zum Tor. Ich kann noch nicht zurückgehen. Alles klar. So, und wo ist der Eingang zur Kanalisation? Ihr nicht? Hat sie noch was zu sagen? Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Können Sie mir etwas über den Friedhof des Sanatoriums erzählen? Ich arbeite jetzt seit fast 12 Jahren hier und weiß darüber so gut wie gar nichts. Hat er schon immer dem Sanatorium angehört? Soviel ich weiß, ja. Wir benutzen ihn heute nicht mehr für Beerdigungen. Viele Patienten verbrachten ihr ganzes Leben hier und wenn sie starben, wurden sie hinter dem Sanatorium bestattet. Aber das war lange, bevor ich hierher kam. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Das war alles. Danke. Bringt mich jetzt nicht weiter. Glaube, der gute Mann muss mir noch verraten, wie ich in die Kanalisation komme. Sah gerade irgendwie aus, als wäre das ein Objekt. Da muss es doch irgendwo einen Eingang geben. Ist ein kleines Fenster, das habe ich noch nicht gesehen. Ich werfe einen Blick hinein. Eine Stange? Die mittlere Stange scheint lose zu sein. Vielleicht kann ich sie irgendwie rausziehen. Ja, wie denn? Sie bewegt sich nicht. Ich muss den Ziegelstein lockern, in dem sie steckt. Ah, ja. Er sitzt fest im Mauerwerk. Naja, hilft uns doch mal wieder unser Taschenmesser, oder? Bisschen Mörtel rauskratzen? Nein. Die Säure hilft auch nicht. Dann muss ich wohl noch was finden, würde ich sagen. Was ist mit dem Taschentuch eigentlich? Also, was finde ich denn hier noch? Wir schauen noch mal in die Mülltonne. Eine Spritze. Sieht recht sauber aus. Können wir die Spritze mit Säure befüllen vielleicht? Nein. Vielleicht hat er ein Brecheisen. Sie schon wieder? Jo. Kann ich mit Ihnen sprechen? Bier ist immer ein gutes Thema. Wie ich sehe, haben Sie eine Menge Bier da stehen. Was wäre, wenn die Schwester die Flaschen sehen würde? Das wäre nicht schlimm. Draußen kann sie sie ruhig sehen. Solange sie mich nicht mit einer Flasche in der Hand erwischt, hat sie keinen Grund, sich zu beschweren. Okay,
Was wissen Sie über den Friedhof hinter dem Sanatorium? Naja, ist halt ein Friedhof. Werden dort Patienten begraben? Nee, nicht mehr. Aber ich würde da nicht hingehen. Besonders nicht um diese Zeit. Ich bin kein Feigling, aber man weiß ja nie. Okay, wir probieren es heute mal auf die positive Art. Wovor sollte ich Ihrer Meinung nach Angst haben? Auf keinem Friedhof sollte man um Mitternacht spazieren gehen. Besonders nicht auf diesem. Haben Sie eine Ahnung, wer da alles liegt? Wahnsinnige, Besessene, Irre und. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Gehen Sie, wohin Sie wollen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Okay, also noch keine Ahnung, wie ich diesen Stein da losbekomme. Mit der Spritze kratzen halte ich jetzt für lächerlich. Probiere ich gar nicht erst. Ach, da. Dann haben wir es doch gelöst. Aber das wird der Gute doch hören. Was zum Teufel machen Sie da? Weg von dem Fenster! Also so nicht. Ich kann ihn nicht bewegen. Noch immer nicht. Wir machen noch eine Runde. Jetzt nicht. Er würde mich hören. Dann reden wir nochmal mit der Schwester über seinen Bierkonsum. Der Schacht ist immer noch nicht wieder zurückgekehrt. Und ich gehe nochmal auf den Friedhof. Wenn das hier nichts bringt. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Telefon? Wieso das denn? Ich brauche hier etwas mehr Zeit, ohne beobachtet zu werden. Können Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich möchte im Schloss anrufen, um zu sehen, ob sich in Bezug auf Robert etwas getan hat. Wenn Sie mir zeigen würden, wo ich das Telefon finde... Tut mir leid, ich darf Sie nicht hineinlassen. Aber ich könnte selbst anrufen. Na schön, hier ist die Nummer. Die brauche ich nicht. Sie steht in unserem Telefonverzeichnis. Warten Sie hier. Okay. Vielleicht ist da irgendwo ein Eingang zur Kanalisation. So, das muss ich schnell machen, bevor sie zurückkommt. Was muss ich schnell machen? Das ist eine gute Frage. Das Etikett sagt mir nichts. Eine Vase. Der Schrank ist abgeschlossen. Na, wie sollte es auch anders sein? Das war's schon? Nein, das kann's nicht gewesen sein. Dann ist doch irgendwas in der Vase drin, oder? Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Kann ich mit der Vase das Ding öffnen? Nein. Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Ja, das wissen wir bereits. Aber was soll ich mit dem denn machen? Mit dem Messer drin rumpulen? Nein. Mit der Spritze?
Nein. Keine Ahnung. Ich habe dafür keinen Schlüssel. Ja. Und nu? Er geht bestimmt nicht raus, oder? Nicht hinausgehen. Ja, er geht nicht raus. Die Schwester könnte jeden Moment zurückkommen. Dann müssen wir hier drin die Lösung finden, wie auch immer. Können wir die Vase irgendwie zersetzen? Mittlerweile will ich alles mit dieser Säure machen. Ein kleiner Schlitz. Passen diese beiden Schlüssel da irgendwie? Nee, ne? Auf der Unterseite ist ein kleiner Schlitz. Er macht ja keinen Sinn. Ah, hahaha. Gewaltmethode. Hier ist nichts, was ich nutzen kann, um das Ding aufzukriegen. Nicht die Säure schon wieder, nein, oder? Nein. Da fehlt mir jetzt echt die Idee. Wie kriege ich das auf? Habe ich noch irgendwas übersehen? Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Irgendwas muss ich noch übersehen haben. Aber ich wüsste nicht was. Ja. Jetzt fehlt mir echt die Idee, ganz ehrlich. Es mag vielleicht gar nicht kompliziert sein, aber ich sehe es gerade echt nicht. Öffnen geht nicht. Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Ja, und was machen wir denn damit? Münze reinwerfen, jawohl, ja, wieso? Sie enthält einige Münzen. Bisher haben wir die noch nicht gebraucht. Aber Schlitz und Münze, das passt halt einfach zusammen. Die Münze passt perfekt in den Schlitz im Boden. Okay, also darin doch. Da war ein kleiner Schlüssel versteckt. Haben wir es doch. Amobarbital. Ein starkes Beruhigungsmittel. Damit kann man jemanden für einen ganzen Tag einschläfern. Das ist doch genau das, was ich brauche. Biphenol. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Vielleicht ein krampflinderndes Mittel. Wer weiß? Nasentropfen. Eigentlich nicht das, wonach ich suche. Cantropin lindert Kopfschmerzen. Ich habe noch genug eigene Pillen. Okay. Nichts wie weg. Es hat eine Weile gedauert. So spät am Abend ging niemand mehr ans Telefon. Kein Problem. Haben Sie etwas über Robert erfahren? Mr. Gordon ist leider noch nicht zurückgekehrt. Ich verstehe. Danke für Ihre Mühe. Keine Ursache. Das war alles.
Danke. Okay. Liebe Leute, ich habe einen Plan fürs nächste Mal. Wir werden hier mit dem Amobabital unseren Hausmeister schlafen legen. Ab in die Bierflaschen damit. Und dann verschaffen wir uns Zugang zu dem Raum durch das kleine Fenster. Und ich vermute, dass es dort auch in die Kanalisation geht. Und das, würde ich sagen, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Kommentar oder ein Däumchen hoch. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann, euer Matze.